Es ist wieder Festivalzeit in Cannes. Das überdimensionale Plakat am Palais de Festival ist entrollt. Nach der Absage im vergangenen Jahr zieht wieder der Glamour in die südfranzösische Stadt ein. Als erster schwarzer Filmemacher hat in diesem Jahr der US-Regisseur Spike Lee den Vorsitz der Jury, die bis zum 17. Juli über die Vergabe der Goldenen Palme entscheidet. Auf der Croisette flanieren derweil wieder die Besucher. Dank gesunkener Corona-Zahlen in Frankreich hat auch die Gastronomie wieder geöffnet. Nach vielen schwierigen Monaten hoffen die Wirte jetzt auf bessere Zeiten. Solche Veranstaltungen sind super wichtig für uns. Es kommen Touristen, Leute aus aller Welt, das hat uns gefehlt, auch wirtschaftlich, da will ich ehrlich sein. Aber wir haben seit Beginn der Pandemie positiv gedacht und sind jetzt begeistert, dass die Besucher zurück sind. Für das Festival gelten indes auch weitere Hygienevorschriften. Die Organisatoren wollen keine Sonderrolle. Es ist schwierig, Ausnahmen für das Festival von Cannes zu machen. Wir wollen nicht als privilegiert betrachtet werden. Der Glamour rechtfertigt es doch nicht, dass wir leichtfertig mit der Pandemie umgehen. 24 Filme gehen an den Start. Ein deutscher Beitrag hat es nicht in die Auswahl geschafft.